Recht herzlich willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 13 von Astronia. Ja, hier haben wir letztes Mal was mit Kupfer gehabt. Das läuft da gerade drin. Ne, da ist schon das erste, glaube ich, sogar raus. Und ja, da müssen wir gucken, was wir aus Kupfer machen können. Das war ganz klar die Idee. Da müssen wir dann da hinten reingucken. Aber das machen wir alles nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir doch da mal vorbei und gucken. Meine ich jedenfalls, dass wir hier untersuchen wir das nochmal. Köderschalter, Sammelzug, Blender. Nee, habe ich glaube nicht Zinkblende. Drucke einen Traktor. Ja, den sollten wir auf jeden Fall machen. Erdzentrifuge. Überlebe. Ach so, das haben wir schon. Ja, ich sehe jetzt nicht so wirklich. Drucke kleine Shuttle. Ne, wir haben Köder und Schalter. Sammle Zinkblende. Habe ich noch nicht gefunden. Müssen wir irgendwo im Keller finden, ne? Bewegen und schleppen. Drucke einen Traktor. Traktor und Anhänger sind gut für den Transport von Gegenständen und Ressourcen. Gegenstand Hänger. Belohnung für erfüllte Mission. Schematisch Hänger. Ja, okay, dann müssen wir den Traktor machen. Und wie war das jetzt? Wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke, dann wird das da oben hingemacht. Das war jetzt unsere Mission erstmal. Dafür braucht man bestimmt kein Kupfer, ne? Naja, gucken wir mal erstmal, was wir hier machen konnten. Verbindung, Sauerstofffilter, kleiner Kanister, Leuchtfeuer, Arbeitslicht, kleine Batterie. Dafür brauchte man Zink. Warte mal, war das mit dem Generator? Ja, dafür brauchte man Gemisch. Arbeitslicht war Kupfer. Habe ich jetzt hier nicht im Rucksack. Aber das war es bestimmt nicht, was ich haben wollte. Gehen wir mal in den kleinen Drucker gucken. Plattform groß, mittelgroß. Oversitz, Gemisch, kleiner Kanister, Harz. Arbeitslicht war Kupfer. Okay, das haben wir schon rausgefunden. Sauerstoffmacher, Keramik und Aluminium. Verlängerung brauchen Kupfer. Okay, Verteiler braucht auch Graphit und Kupfer. Mittelgroße Plattform. Ich glaube, da waren wir schon dann, ja. Also hier war das definitiv auch nicht drin. Das war jetzt ein kleiner Drucker. Jetzt brauchen wir einen mittelgroßen Drucker. Ich hätte gerne den Drucker gehabt, ne? Harz und Gemisch. Keramik und Harz, große Plattform brauchen wir Harz, große Plattform brauchen wir Harz. Aluminiumgemisch, großer Drucker ist Gemisch, Schmelzofen, Harz und Gemisch. Forschungskammer, Harz und Gemisch. Keramik und Harz. Wofür braucht man jetzt Kupfer hier? Da sind wir schon durch, ne? Großer Drucker, Gemisch. Haben wir den schon gemacht? Ich glaube nicht, oder? Das denn ist ja kein großer Drucker, oder? Das ist auch ein mittelgroßer Drucker. Aber wofür wollten wir denn jetzt bitte schön Kupfer haben? Wofür wollten wir Kupfer haben? Gute Frage, ne? Hier läuft jetzt gerade nichts. Hier ist das Jetpack. Da ist der Arm. Warte mal, den Arm konnten wir doch irgendwo gebrauchen, ne? Warte mal, was ist denn das für eine große Plattform? Und da drauf ist die Forschungskammer. Ich glaube, den müssen wir mal woanders hinstellen. Hier bringt er uns nichts. Hier beim Dingens brauchten wir den vielleicht eher. Bei, sag schon, dem hier. Jetzt müssen wir nur gucken, ne? Doch, das könnte ich jetzt einfach rotieren, wenn ich wüsste, wie rotieren gerade geht. Ja. Wie kann ich das Teil rotieren, bitteschön? Mit C, okay.
Also da ist schon mal nicht schlecht, aber ich will, dass der das da runter nimmt. Das würde bedeuten, ich muss den. Hat er gemacht? Ich glaube, ich müsste ihn mehr hier hinstellen. Und dann will ich noch ein Lager haben. Da hinten steht noch eins leer, oder? Ich hoffe, da ist noch überall Strom dran, sieht aber so aus. So, das hat er geschafft. So, das ist jetzt der Autoarm, der funktioniert. So, jetzt haben wir das alles angeschlossen, ne? Und der Autoarm funktioniert. Ja, mittelgroßes Lager passt erstmal. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir weitermachen. Hier ist jetzt nichts, was wir da reinschmeißen können. Haben wir was fertig? Drucke einen Autoarm, speichere eine Ressource mit einem Autoarm. Das haben wir, glaube ich, jetzt gerade geschafft, ne? Große erwartete Plattform 1. Die haben wir jetzt gekriegt. So, Gegenstand Hänger. Wenn ich den Traktor mache. Aber ich habe den Traktor nirgendwo gesehen. Was ist denn das für eine Plattform? Ja. Mach sie mal auf, damit ich sehe, wie sie ist, kann sie sich halten. Ist das mit Förderband oder was ist das? Große erweiterte Plattform, Basisausgänge. Ah, wahrscheinlich ein Autoarm da, einer da und dann reichen die sich das weiter. Kann das sein? Ich habe fast die Vermutung. Das wäre cool. Das war das Jetpack, ne? Feststoffsprungbooster, keine Ahnung. Ich fliege doch lieber nicht mehr durch die Gegend, sonst fliege ich durch die Gegend. Drucke einen Traktor. Ich kann aber keinen Traktor drucken, weil ich noch nicht mal weiß, wo ich den drucken könnte. Ich muss ihn wahrscheinlich erstmal erforschen, ne? Forschungskammer. Wo war denn dieses Teil, dass ich das da reinstecken kann? Da hinten läuft, ist es. Brauchen mehr Forschungspunkte wahrscheinlich, ne? Noch eins dran? Ne. Habe ich noch irgendwo eins? Da hinten ist noch eins. Aber ne, das sind nur die Bälle, da ist keine Forschungs, da sind aber drei dran. Ne? Sehr schön. So, und da ist wieder der Autoarm auch für gut. So, jetzt nicht den Krini mit, ey. Kannst du doch nicht glauben, oder? Gut, dann zurück. Und die Forschung anstoßen wieder. Sauerstoff haben wir wieder gekriegt. So, das haben wir reingetan. Ach, da ist schon was drauf am Forschungstisch. Forschungsprobe-Technologie, okay. Jetzt müssen wir erstmal entladen. Und gibt es hier noch ein leeres Lager irgendwo? Ach komm, wir stecken es erstmal hier hin. Müssen nur daran denken, dass wir es dann da auch runternehmen, ne? Leuchtfeuer ist da, okay. So, da ist irgendwie stromschwach, höre ich schon. Gemisch, ne, brauche ich jetzt erstmal nicht. Was müssen wir jetzt forschen? Den Trecker, ne, oder? Kleiner Drucker, Verpacker, ein Ebnungsblock.
Verbindung, Sauerstofffilter, Sauerstofftank, Treibhausstoff, ne, haben wir nicht. Kleiner Kanister, Leuchtfeuer, Arbeitslicht, Leuchtstäbe, Flutlicht. Kleiner Generator, Energiezellen haben wir alles noch nicht erforscht, oder wie sehe ich das? Fußmodus, breite Anpassung, schmale Anpassung, okay. Rohranpassung. Haben wir auch noch nichts. Kleine Kamera, kleine Trompeten, holographischer Geländeanalyse, Sondern. Okay. Hoverboard, okay. Stufe 2, mittelgroßer Drucker. Weltunterkunft. Da ist der Autoarm. Mittlerer Ressourcenkanister. Energiesensor, Lagersensor, Batteriesensor. Tastenwiederholer, Näherungsindikator, Verzögerungswiederholer, Zahlwiederholer. Verlängerung, Netzschalter, Verteiler. Warte mal, mittelgroßer Generator, ne? Das würde jetzt definitiv dann bedeuten, der würde Sinn machen, weil wir gerade schon so eine Stromgeschichte hatten, ne? Gut. Okay, das waren zu viele Forschungspunkte. Plattform. Mittelgroßes Lager, mittelgroßes Silo, hohes Lager. Ja, die Lager sind schon richtig wichtig. Da ist der Traktor. 1000 Punkte, den erforschen wir. Aluminium brauche ich dafür 2. Steht aber nirgendwo, wo ich den jetzt produzieren kann. Das müssen wir selber rausfinden wahrscheinlich. Da ist der Roversitz und da ist auch der Traktor. Gut, da müssen wir uns jetzt um Aluminium kümmern, ne? Haben wir sowas da? Gute Frage, ne? Was ist das da? Aluminium, sehr cool. So, dann kann er den drucken. Los geht's. Und dann dürften wir dann den Anhänger für kriegen und dann müssen wir den Anhänger da dran hängen. Und dann können wir erstmal Ressourcen holen, ne? Auch sehr schön. Warte mal, jetzt muss ich noch gerade gucken. Der mittelgroße Generator wird bestimmt hier gemacht, oder? Buggy, rosa Drucker. Ne, da sind wir schon durch. Der war wohl doch nicht hier. Da hinten ist noch ein kleiner Drucker. Dann nehmen wir den mal gerade. Ja, das war falsch. Ne, ich wollte jetzt keine Erde sammeln. Ich wollte den Dingens auswählen hier. Bin ich zu weit weg und dann geht das nicht, oder was? Ach, das ist ein Generator. Sorry, ich dachte, das wäre, gut, dann haben wir schon mal Strom. Den stellen wir mal hier hinten vielleicht hin. Ja, das hat gut geklappt. Den wollte ich eigentlich nicht jetzt hier drin haben, sondern ich wollte den aufbauen. So, da ist unser Traktor. Wir treten. Braucht der keinen Sitz? Ich dachte, der braucht einen Sitz. Okay, der kann noch nichts. Da er keinen Strom hat. Müssen wir aufladen. Gut. Nee, das war falsch. F geht runter. Strom. Da ist Strom. Da hinten war auch Strom. Wenn ich den an die Plattform anschließe, lädt er sich dann auf. Können wir ja mal gerade probieren, oder? Ja, weiß nicht, vielleicht reicht es von der Entfernung nicht, oder?
Ja, er schließt an. Das funktioniert auch. Jetzt ist nur die Frage, ob. Nee, so geht's nicht. Hol mal gerade ein bisschen Biomasse hier. Schon alles. Da ist jetzt weiter. Gut. Nee, geh raus. Bisschen hier hin. Wird der jetzt hier geladen? Oder wird nur nach da geladen? Ne, er wird auch hier hingeladen. Okay, geht auch. So, Trecker ist voll. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Machen das so, dann ist er aus. Dann haben wir den schon mal sicher. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir noch einen Anhänger hier machen. Hier gehen wir aber mal gerade rein. Bewegen und schleppen ist ja fertig. Das können wir abholen. Erforscht Hänger. Da ist auch einer angekommen. Zinkblendenproben benötigt, um von der Suche der lokalen Fauna einzuholen. Okay. Nächste Aufgabe, oder? Machen wir eins nach dem anderen. So, das Teil her. Auspacken. Sehr schön. Kann ich den nicht aufnehmen? Shit. Okay, dann müssen wir mit dem Trecker da hinfahren und ich hoffe, den kriegen wir dann da weg. Ey! Hat er mir das geklaut? Krieg ich den angeschlossen so? Ja, hat geklappt. So, kurz nochmal absteigen. Das Biozeug holen, ne? Ach, der hat gleich den ganzen Drucker genommen, den ganzen Generator genommen. Auch nett, ne? So, jetzt haben wir das schon mal. Jetzt brauchen wir aber noch eine Plattform, die wir bauen müssen. Ich denke mal, das mache ich dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht, dann, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.